Back to the Future erlebt ein Comeback auf Vivi mit dem nächsten NFT-Collectible. Außerdem sage ich dir, wann du die Variant-Cover vorbestellen kannst für das Marvel X Disney 100-Jährige. Und wir schauen uns auf jeden Fall einen sehr coolen Twitter-Post von Caro an aus der Community, der mir sehr, sehr zusagt und über den ich auf jeden Fall in diesem Video einmal sprechen möchte, wenn man das einfach sehr im Herzen liegt, was die momentane Situation angeht. Willkommen an Bord, ich bin Sign Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten News, die du da draußen wissen musst. Und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall heute eine Menge Themen mit dabei, deswegen schnacken wir ja nicht lange rum und starten direkt rein in das erste Thema. Back to the Future erlebt ein Comeback und das mit einem weiteren Collectible, und zwar nämlich einem weiteren DeLorean. Und wir sehen hier eine interaktive Version am Freitag, dem 21. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt gibt es ja drei unterschiedliche DeLorean-Formeln und hier sehen wir, wie gesagt, die zweite Form und das tatsächlich sogar noch interactive. Ich bin mal sehr gespannt, was sie hier mit interactive meinen, ob das Ganze dann schwebt, ob man dann sozusagen wie beim anderen Interactive DeLorean auch die Türen und so weiter alles aufmachen kann oder was es damit auf sich haben wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du den ganzen Job findest. Ich werde es ein bisschen davon abhängig machen, wie hoch der Listenpreis sein wird und wie hoch auch die Edition-Auflage sein wird. Sprechen wir jetzt von unter 2000 von diesem Collectible und einem Listenpreis von 50 Gems, werde ich das definitiv mitnehmen. Wenn es über 100 Gems sind, dann wahrscheinlich eher. Dann wird das wahrscheinlich auch unter Floorpreis gehen, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn wir uns mal die letzten Preise anschauen zum DeLorean, ja, dann könnte das sogar mit 100 Gems gar nicht mal so falsch liegen, denn der Interactive DeLorean hat damals 100 Gems als Floorpreis gehabt. Das sieht man jetzt hier leider gerade doch jetzt. Und das ist ja natürlich schon ziemlich teuer, muss man einfach so sagen. Da ist nicht jeder gewollt, auch so viel zu zahlen. Und wie ihr seht, der Interactive DeLorean ist tatsächlich auch schon fast in Retail-Nähe. Das heißt, ja, wir sind gar nicht mal so weit entfernt von einem Minus bei diesem DeLorean. Und das nächste Thema ist nämlich etwas, was momentan anscheinend ziemlich viele Leute beschäftigt, nämlich die Variant-Cover von Disneys 100. Geburtstag auf Marvel Comics. Und ja, das sieht schon ziemlich cool aus, muss man einfach so sagen. Also ich persönlich werde mir das sehr wahrscheinlich auch holen. Das Ganze, ich habe das tatsächlich auch immer nachgefragt, nämlich beim Comic Planet Shop. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Die haben nämlich mir auf jeden Fall eine Antwort gegeben, wann wir das Ganze vorbestellen können, auch jedenfalls bei ihnen. So in etwa. Und das wird nämlich Anfang des nächsten Monats sein. Also in der ersten Woche meinte er, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier auf jeden Fall dann weitere Infos bekommen, beziehungsweise hier auf jeden Fall dann auch vorbestellen können. Ansonsten auf jeden Fall im fortlaufenden Monat öfter mal hier, zum Beispiel bei Comic Planet oder auch zum Beispiel bei vielen anderen Comic-Händlern nachschauen, die solche Sachen anbieten und dann einfach zuschlagen und Glück haben. Ich gehe davon aus, dass die Comics tatsächlich nicht allzu schlecht gehen werden. Wir haben aber tatsächlich auch schon gestern darüber diskutiert, nämlich in meinem Livestream mit dem guten Chris Vivi Reisen und dem Enrico, zwei Comic-Experten auf ihrem Gebiet. Und ich kann euch auf jeden Fall nur den Stream sehr ans Herz legen, war ein sehr interessanter und spannender Stream wieder mit Chris und Enrico zusammen, auch wenn es bei Enrico ein bisschen technische Probleme gab, aber nichtsdestotrotz informativ war es auf alle Fälle. Deswegen, ich werde das Ganze unten in die Beschreibung packen, dann kannst du das auf jeden Fall nochmal anschauen. Wirklich ein sehr gelungener Stream. Wann ist denn jetzt eigentlich der Pride Airdrop? Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich euch persönlich ehrlich gesagt auch nicht beantworten, aber er wird noch kommen und ich gehe davon aus, auch noch diesen Monat. Wir werden sehen, wann es dann endlich so sein wird und was für Collectibles denn wir auch wirklich bekommen. Ich werde euch natürlich hier aber auch im Laufenden halten. Das heißt, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, wann der Pride Airdrop angekündigt wird und was wir dann auch sehen, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. So bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Und wenn dir das ganze Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann gib doch gerne mal ein Like und einen Kommentar, wie dir das Video bis jetzt gefallen hat. Denn das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen und das Video auf jeden Fall an noch mehr Leute über den YouTube-Algorithmus weiterleiten. Ja, und jetzt möchte ich auch, wie erwähnt, auf einen Kommentar eingehen, und zwar nämlich von dem guten Caro, ein Community-Mitglied und ein VVOG, würde ich auf jeden Fall sagen, der hier einen, ja, doch sehr guten Kommentar abgegeben hat. Und zwar ging es nämlich kurz zusammengefasst darum, dass jemand getwittert hatte, dass er 130x Profit gemacht hatte und Vivi und jetzt momentan nur noch 5x im Profit ist. Und er hat jetzt hier sich die Frage gestellt, sollte er auscashen oder sollte er halten? Und ja, dadurch, dass er eigentlich
das Geld nicht braucht, aber er der Meinung ist, dass man auch mal mit Prop rausgehen sollte, hat er jetzt hier gesagt, würde er vielleicht auch das sinkende Schiff mehr oder weniger verlassen. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht, das ist seine Entscheidung, aber ich fand trotzdem Caro seinen Kommentar sehr, sehr gut. Und er hat hier auch tatsächlich den Bitcoin-Chart, beziehungsweise den Bitcoin so ein bisschen als Beispiel genommen. Und er hatte geschrieben, people who sold her probably felt the same way. Vivis Fundamentals never changed. Und das ist absolut richtig. Vivis Fundamentals haben sich absolut nicht geändert, beziehungsweise sie haben sich geändert, ja. Aber ins Positive, wir haben neue Sachen dazu bekommen, wir haben Cash-Out zum Beispiel dazu bekommen und wie Caro hier auch schreibt, in January we didn't have Cash-Out, MCP, UUP, Viviverse and Vivi-specific Marketing. Now imagine the next NFT cycle with all of these things in place. Und ja, da hat er völlig recht, wir haben tatsächlich zum Beispiel auch schon das Cash-Out, wir werden MCP und UUP auch noch bekommen und das Viviverse wird in seiner ersten Edition auch noch dieses Jahr vorgestellt auf der DesignerCon und das Vivi-spezifische Marketing haben wir tatsächlich gerade schon in einigen Ansätzen da und darauf werde ich auch gleich nochmal ganz kurz eingehen und ja, es ist absolut richtig und ich denke mal, wir befinden uns tatsächlich auch in einer recht prekären Phase, wenn solche Leute schon hier jetzt rausgehen. Ich denke mal, wir werden vielleicht noch mal einen kleinen Dump sehen, so wie es hier ist, dann wird sich noch mal ein bisschen halten und dann werden wir auf jeden Fall wieder steigende Kurse sehen. Aber im Großen und Ganzen geht es natürlich darum, ist es jetzt gerade sinnvoll, auch wenn man noch im Profit ist, zu verkaufen. Wenn man sich ordentlich informiert und immer an das Projekt geglaubt hat, dann frage ich mich ehrlich gesagt, warum man dann verkaufen sollte. Und ja, im Prinzip ist es natürlich sein Geld, seine Entscheidungen. Und wenn er mit Profit rausgehen möchte, dann kann er das natürlich machen. Aber es geht hier natürlich einfach um den Punkt zu sagen, hey, das ist einfach alles Marktpsychologie und wir sind einfach momentan in einem Bärenmarkt. Die Fundamentals haben sich aber einfach nicht geändert und deswegen sollte man auf jeden Fall hier ganz genau hinschauen und sich auf jeden Fall an dieser Stelle nicht von negativen Emotionen leiten lassen. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Und wie schon gerade eben so ein bisschen angeteasert, das Vivi-spezifische Marketing. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall hier mit Marvel doch eine relativ gute Chance, dass es so weitergehen kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel Marvel Insider die Woche 3 mit den Giveaways. Und hier sehen wir jetzt die Secret Rare von Thor, was ich sehr, sehr cool finde an dieser Stelle. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da einfach auch noch auf uns zukommt. Denn das ist tatsächlich auch das erste wirklich spezifische Marketing für Vivi. Wir sehen hier das Giveaway mit Vivi Collectibles offiziell auf der Marvel-Seite bzw. auf der Marvel-Twitter-Seite, wo wir insgesamt 16 Millionen Follower haben. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ja, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und ich denke, viele werden auch irgendwann begreifen, was für ein massives Potenzial hier eigentlich sie verschlafen. Ja, und das Ganze war es natürlich jetzt auch wieder mit diesem ganz kurzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.